Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play The Division mit Rio und mir. Und Knoll, es geht zur Geiselrettung. Hallo zusammen. Genau, Geiselrettung, danach noch eine zweite Mission, neben Einsatz. Dann schauen wir mal. Oh, jetzt wird es hier, schneit es deutlich stärker. Dunkel ist es. Genau. Wird langsam ein bisschen dunkler. Gehen wir als erstes wieder unter Scharfschützengewehr aus. So, haben wir da schon gesammelt? Da haben wir noch ein Königreich für ein Pferd. Dann wie in Walking Dead durch die Stadt laufen mit dem Pferd. Wäre doch toll, oder? Das wäre nice. Ich würd's feiern. Wäre zwar ein bisschen merkwürdig. Oh, da vorne ist ein Kino. Sollen wir uns zusammen ein Filmchen anschauen, wir beide? Wo? Da vorne ist Cinema. Ah, da ist Cinema. Ich sehe es, ja. Ja, sehr, Oh, guck mal. Da läuft sogar noch da was. Da läuft was. Das schaut nach... Lustig. Das schaut nach Hitman aus. Das sieht tatsächlich irgendwie so ein bisschen wie Hitman aus, aber Hitman ist nicht von Ubisoft, deswegen... Nee. Kann ich mir das fast gar nicht vorstellen. Das ist unsere Chance. Oh! Ja, weg mit dir! Okay. So, den Bereich sichern. Natürlich. Da von da hinten, alles klar. So. Es ist lustig, wenn die Granaten hatten. Oh, der hat was Blaues gedroppt. Aber den habe ich gerade mit meiner Haftmine gekillt. Ja, okay. AK-47 Classic. Sehr cool. So, den Bereich, was? Nach Schlüsseln hat absuchen. Aber auch da hinten. Ah, dann loot ich erstmal das Blaue, was da steht. Da liegt. Aber auch nur DPS, ne? Eine Freizeitjacke hat er gefunden. Und eine Magnum. Magnum, glaube ich, die rüstet gleich mal aus. Da haben wir noch was Grünes. Jagddruck. Was ist das? Seven. Ist das Cyan? Ist das eine Smartphone-Werbung, ja? Wahrscheinlich. Also ich werde hier mal den Schlüssel klar machen hier drin. Alles nehmen. Den Geiselschlüssel. Den Bereich nach... aber wir können hier... Drin gibt es noch Elektronikteile. Gibt es bestimmt noch Elektronik, ja. Hier zum Beispiel. Einmal Elektronik. Da habe ich noch kein wirkliches Rezept gefunden, wofür man Elektronikbauteile benutzen muss. Zivilisten sind jetzt aber sicher. Ja. Ja, wie der rauskommt, ey. Wie so ein cooler Held. Ja, hey, ja. Hey. Das scheitert, war ja klar, dass er kommt, ne? Das ist ja. Oh, Dietrich-Set 3 von 1. Ich schließe hier mal auf. Da gibt es noch irgendwas scheinbar. Und ich habe irgendwie welche Dietrich-Sets scheinbar dabei. Weiß ich alles gar nicht. Gibt's hier denn drin was? Hoffentlich lohnt sich's auch. Laminierter Schoner, ein blauer. Ja, das hat sich gelohnt. Gucken, ob ich auch was Schönes drin habe. Wäre Schutzschoner. Nice. Ja. Gott sei Dank habe ich ein Dietrich-Set immer dabei. Ja, immer. Immer. Du, ohne Dietrich-Set lege ich einfach nicht aus dem Haus. Ja, man sollte auch immer ein paar Dietriche mit dabei haben. Also das absolut, absolut. Vergehe ich so auch im wahren Leben tatsächlich. Das glaube ich war sogar mein erstes blaues Item, wenn ich das sehe. Tatsache. Zack. So. Cockade Wildchild haben wir jetzt. Jo. Wildchild. You made my heart. You make my heart wild. Bam, bam, bam. Oh, baby, das ist Free Title. Mein Lieblingspart ist, you make everything groovy. Ja, groovy. Ooh, baby. Da muss ich da die an die, oh Gott, wie ist denn der Film, die irgendwas von Cleveland, die dieser Baseballfilm, die, ach Gott, ich komme nicht drauf. Vermissten Agenten entdeckt. Ich habe hier wieder was. Ich verbinde damals Kriegsfilme. Nee, da gab es hier die Indianer von Cleveland, so hieß der Film.
Ich würde. I wanna know for sure. Da ist er. So, wo ist denn der nächste Agent? Spur. Lamarcus Henry. Lamarcus Henry. Zwei von sieben. Du willst du den nachgehen, ja? Dem würde ich jetzt, wenn wir schon mal da so über den Weg laufen. Folge ist lang genug. Ich weiß jetzt schon, dass es hier lang geht. Hier Ja, lang. der. Oh, das war überraschend. Ja. Ich weiß jetzt schon, dass es hochgeht. Oh, da, Wahnsinn. Ich glaube, du Ah, bin ich cheatest. ein Fuchs? Oh, und jetzt war der hier. Krass, wie weit Warte, es auch warte, ist. jetzt geht's nach links. Alter, also du hast drauf. Ich finde die auch ohne die Spuren. Und jetzt? Ist das die Jetzt? letzte? Nee, Nee, jetzt ist die geht's natürlich hier nach vorletzte. hinten. Ja, siehst Ja. du? Und jetzt sind wir Und wahrscheinlich jetzt sind da. wir da. Guck mal Krass. da ist es. Na, hätte ich aber so gefunden. So, aber hier haben wir noch Werkzeug, Wir haben ein übrigens. Werkzeug, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Werkzeugkasten, vor mir fährt ein. Was? Vor mir fährt eine geile Hier ist nochmal Werkzeug. Machen wir jetzt mal den Groovy Dance. Den Safety Dance um der Werkzeugkiste rum. Ich habe wieder einen Weg runtergefunden. Also ich bin schon wieder unten. Ah, da bist du. Ah, hallo. Bin auch unten, ich bin nur über das Werkzeug gegangen. Geh direkt über das Werkzeug. Ich habe da irgendwo noch was Blaues und was Grünes liegen, Ja, lustigerweise. Werkzeug. Ach so, ja. Alles klar. Oh, das war ein hoher Sprung. Oh, den Lieutenant neutralisieren. Alles klar. Ein Lululutenant. Lululululu. Da kann man über das rote Auto. Rot ist immer gut, das ist hier die Signalfarbe. Wenn man was Rotes weiß, man genau, das muss man benutzen. Da hat das rote Pferd. Oh, hi. Oh. Okay. Ah, Rot ist hau nicht ab, gut. hau ab, hau ab. Weggemocht. Oh. Naja, okay. Versteck dich. Komm doch nochmal Oh, hoch. Granate. Ich sehe nichts mehr. Schießt einfach nur in die Richtung gerade. Alles gut. Weg ist er. Sehr gut. Aber wie? Der zweiten Leuten kann Ja. schon Whiteside Ja, das eliminieren. wäre jetzt auch zu easy gewesen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, ist auch vielleicht. Wo ist der zweite Leutnant? Da oben sitzt er wohl scheinbar. Ah, da Na, da hinten ist hinten er. kommen schon einige. Ja, gut, ich bin gerade zu doof zu treffen. Aber wartet mal. Ja, das war ja nichts. Au, 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 au. Ach, der ist ja hinter. Boah, da ist er ja ganz schön viel hinter mir auf einmal plötzlich, da wo du warst. Hallo? Warum kann ich mich nicht wiederbeleben? Erfalten, wiederbeleben. Obwohl ich hier in der Nähe bin. Ah, ich kann mich wiederbeleben. Never mind. Dauert nur ein bisschen länger. Hallo, geh doch mal in Deckung. Oh ja, jetzt renn weg. Oh, der kommt da. Ja, haben ihn. Oh. Das war der zweite Leutnant. Da So. oben ist Wildchild selber. Wildchild. Ja. Also. Oh, runter. Das ist ja schon fast Stress, du. Also schießt wieder dauerhaft hier. Aua, aua, aua. So. So, er zieht sich zurück. Feige Nuss, ey. Der Raketenwerfer scheinbar.
Da gibt es direkt was zum Nachfüllen, dass man auch nicht... Na? Aua, der hat auf mich geschossen mit seinem Raketenwerfer. So. Weg ist er! Noch so ein Feigling hinten. Und auch der ist weg. Sehr, sehr gut. Super Team, wir beide. Ja, alles weg. So, hier, wir haben ja auf jeden Fall hier irgendwo noch eine Info oder sonst was. Ach nee, das ist eine Munition. Oh, ich musste eine ganze Menge nachfüllen, sehe ich gerade. Schauen wir mal, was haben wir jetzt noch? Wir könnten jetzt noch da oben den Kampf machen, JTF-Nachschub. Ja, du. Warte mal, lass mal auch selber gucken. Ja, den Kampf bietet sich an, der ist am nächsten. Oder wir laufen nach unten zur Beschaffung Überwachungskameras, das wäre auch eine Möglichkeit. Das habe ich gar nicht. Nebeneinsatz. Ah ja, alles klar, machen wir den. Ja, wobei. Nein, wir sind doch oben bei dem Kampf fast näher. Ja, das sind wir näher, klar. Dann nehmen wir den. Und danach machen wir den, danach machen wir den Nebeneinsatz und dann sind wir, haben wir noch ein bisschen was gekonnt. Sehr gut. Und dann sind wir wahrscheinlich auch bald schon wieder an Level 10. Und ab Level 10 können wir dann auf jeden Fall den nächsten großen Einsatz auch machen. Dafür wäre dann die Levelvoraussetzung erfüllt. Absolut. Und dann geht's auch langsam wahrscheinlich auch los mit Dark Zone-Gedönse, ne? Ja, so, das wird gescannt. Hi. Das Hilfeset kriegst du von mir. Kriegst du. Nett. Kann man hier gleich abkürzen? Ich probiere das einfach mal aus. Ah ja, da geht's. Was ist ein Freund? Na, sag mal. Hörst du auf, so rumzuhampeln, mein Gott? So kann ich dich nicht treffen. Genau, was bildest du dir eigentlich ein? Hab ich ihn. Mein Gott. Wollt ihr den Officer sprechen? Okay, mach mal. So. Hi. Hallo. Ja, natürlich muss ich jetzt den Officer verteidigen. Das ist wichtig. Ein wichtiges Individuum unserer Gesellschaft. Ich geh mir mal hier oben hinstellen. Schon. Wo ist der letzte? Komm raus, komm raus, egal wo du bist. Der hängt da hinten. Schön! Weil ich den getroffen habe. Oh, jetzt hinter mir klickt's. Kommen die da jetzt echt rum? Hinter uns? Nee. Doch? Weiß ich nicht. Hm? Nee, die kommt von vorne. Ich hab neben mir ist nämlich auch rot, merkwürdigerweise. Schau ich mal hin, das interessiert mich jetzt, warum es da rot ist. Da ist aber echt nichts. Merkwürdig. Na, sag mal. Oh. Ziel ist sicher. Keine Gegner. Na also. Weg mit euch. Geschafft. Sicherheitsgüter bekommen. Sehr, sehr gut. Sichos. Psycho. Was haben wir hier? Bereitschaftsweste nehme ich mit. Sehr schön. Item. Und hinten wurde auch noch was Grünes gedroppt. Da renne ich mal schnell hin. Eine Vorbereitenmaske. So, und ich gehe mal hier hoch nochmal, weil da
Trekking-Schoner. Trekking. Gut, gut. Ich glaube, wenn wir jetzt die... Das ist nämlich noch ein Telefon. Das... Vielleicht wird mal wieder ins Telefon gestöhnt. Ah, da ist auch noch... Da sind noch Gegner. Der Typ ist irgendwie verrückt. Der ist echt sehr merkwürdig, dieser JB Keller. So. Alle weg. Und jetzt haben wir Cindy am Telefon, live aus New York City. Cindy, und so, was können Sie uns über die aktuelle Lage berichten? Ja, Steven, hier in Lincoln, ohne Jägerreste. Die Leute versuchen verzweifelt, noch durch den Kontrollpunkt zu kommen, bevor... Das sind übrigens die drei Attribute und man sieht hier oben dann seine Hauptfähigkeiten bzw. Hauptfertigkeiten, wie die sich verändern, je nachdem, was man anlegt. Also wirklich ganz interessant und ganz nützlich. Gelinde gesagt, schlagen die Emotionen hier ziemlich hoch. Und was passiert mit den Leuten, die es nicht durch den Kontrollpunkt schaffen? Wurde dazu etwas gesagt? Die JTF hat nichts verlauten lassen, aber ganz ehrlich, gut sieht es nicht aus. Viele haben ihre Habseligkeiten ins Auto gepackt, aber die stauen sich schon bis zur Dyer Avenue. Passen Sie doch auf! Aber zum Schrott lege ich das nachher. Würde ich mir nur kurz die neue Weste ausrüsten. Jo. Neue Weste ist immer gut. So, jetzt Beschaffung Überwachungskameras als nächstes. Also der nächste Nebeneinsatz bringt uns da wieder ein gutes Stück näher Richtung Level 10. Und mit 10 sieht die Welt schon wieder ganz anders da aus. Da schaut sie viel rosiger aus. Das ist der gefühlte erste Meilenstein, den man so hat. Au. Und jetzt, mein Gott, ich häng fest. Der hat zwei grüne Sachen getroppt. Also nice, so langsam wird aber hier immer mehr Loot, ey. Wird ja fast schon wie in Borderlands. Nee, so viel habe ich aber auch nicht. Geh mal weg. Oh, jetzt blockt ihr mich, ey. Alles in Ordnung? Natürlich ist alles in Ordnung. Tagen nicht mehr geraucht. Gib mir nur ein paar Kippen. Ja, die liebe Sucht. Ich glaube, das wäre eine der letzten Sorgen in so einer Zombie-Apokalypse. Ja, ich glaube auch. Außerdem, da würde ich irgendeinen Automaten schon knacken. Da kommen bestimmt auch andere auf die Idee. Ja, aber du kennst es doch in jedem Zombie-Film, dass irgendwo immer noch Tankstellen und alles frei sind. Hier ist übrigens wieder so ein Stoffladen, oder waren wir hier schon? Das ist der, wo wir... schon, ja. Genau. So, naja, dann fängt man halt an, irgendwie andere Dinge zu rauchen. Bäume. Tankstellen. Haupteinsatz verfügbar. Also, okay, ist klar. Urgency Evac Route. 100 Meter. Wir sind gleich da. Wir haben es wirklich dann gleich relativ geschafft. Fix, wenn man einfach die 10th Avenue runterrennt. Na? Nur straks. Straight ahead. Die Highline erreichen. Ah, da müssen wir... Okay, alles klar. Da geht's da hoch. So. Ach, dann müssen wir da wahrscheinlich wieder sonst wohin. So, wieder so ein Jump'n'Run-Puzzle. Wo ist denn die zweite? Ah, nee, da hinten drüben. Müssen wir lang. Komm rüber. Kannst du dir ja schon mal drücken, dann renne ich zur nächsten. Ja. Die wird da wahrscheinlich auch weiter geradeaus sein. Wahrscheinlich. Push the button. Ah ja, klar. Aber wieder 100 Meter weg, hey, das ist doch ein bisschen weiter. Aber ach, auch schön, mal, wie das hier zugewuchert ist. Ja. Guck mal, da hinten ist unsere Operationsbasis. Ah ja. Da unten ist ich kann von hier aus sehen, wo ich wohne. Oh, der hatte Granaten dabei. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Man hat gemerkt, dass du ein bisschen überrascht warst. Wie geht's denn da runter? Hier, da wo es blau ist, natürlich. Immer bei den Farbakzenten. Die sind eigentlich da gar nicht so kreativ gewesen, muss man sagen. Das ist eigentlich bei jedem Spiel so. Das ist halt so typisches Skyding. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Da kommt der Game Designer wieder durch. Ja, der macht man es durch Licht oder durch
durch Farbkontraste und Akzente. Eigentlich hätte es mir gar nicht hinterher brennen brauchen. Ja, ich gehe dir halt nicht mehr hinterher, ey. Ja, ich habe doch gesagt, ich gehe zum nächsten und du rennst mir halt einfach hinterher. Das hätten wir ja, viel besser machen können. Fand ich halt sexy. Ja, ja, ist okay. Scheiße. Da kommt man nicht hoch. Weg. Da kommt man nicht lang. Da kommt man nicht hoch. Ja, da bringt der Fakt-Akzent wohl nix. Ja, die Tür ist zu. Ja, und da oben ist Stacheldraht. Muss er hinten irgendwo rausgehen. Ja, irgendwie schon. Da ist auch was Rotes. Mhm. Schön. Ah ja. Da ist Blau. Mal hier, weil anstatt du könntest auch einfach die Rampe hier nehmen, ne? Achso, aber was ist denn hier oben noch? Wo geht's denn da lang? Ah, ich bin. Okay, ich bin wieder da. Okay. Da geht's hin. Bin weg. Hey, wie bist du da hochgekommen? Ja. Ah, ich kenne mich halt aus, weißt du, ich hab das. Ich bin da blau nachgelaufen. Ihr Einsatzziel wurde aktivieren Sie das Energierelais. Energie. So. Bestätigung. Lokales Stromnetz online. So, jetzt, und jetzt kann man die. Aha, okay, weil das Energierelais kaputt war, konnte ich die Ding nicht anmachen. Das geht jetzt erst. Und dementsprechend hier, zack. Und wir haben gelernt, da ist was Blaues. Das heißt, man kann darüber. Oh ja. Easy. Easy. Mit meinem Jagdgewehr weggemoscht. So. Ich doch eigentlich hier hinkommen, naja. Einsatzzieldaten. Aktivieren Sie das sekundäre Energierelais. Ja, mach ich. Und ich bleib hier bei der Kamera stehen. Dann kann ich gleich aufs Knöpfchen drücken, sobald es soweit ist. Komm ich denn da jetzt hoch? Da. Und dann kann ich hier hoch. Das ist ja noch. Das ist ja richtig herausfordernd und so, oder? Köpfchen hier, der Jump ran nicht. Da muss man ja richtig noch die Wege finden, da. Da muss man sich ja richtig mal anstrengen und dann nach und nach nachdenken, wo man dann lang findet. Oder man macht einfach per Trial and Error so angesehen, wie man das. Endlich kann ich F drücken. Gute Arbeit und wir wissen das zu schätzen. Ich wollte noch sagen, dass unsere Kostümabteilung ein paar gute Ideen für Spezialagenten-Outfits so hat. Falls Sie deinen Kontakt brauchen. T-Rex-Schalldämpfer. Den T-Rex-Schalldämpfer. Oh, da war noch eine Kiste. Komm ich da noch ran? Nein. Da will ich nochmal ran. Kiste. An die Kiste. Ich muss noch laufen. Neuer Beweis. Oh, wir sind noch nicht Level 10. Nee. Aber ein bisschen wenig Gegner für Level 10. Gegner bringen echt gute Erfahrungspunkte, muss man sagen. Bitte, was bringt gute Erfahrungspunkte? Gegner. Achso, ja. Sind davon ein paar da sind. Oh, nice, sogar blau. Laminierte Holster. Hat sich ja gelohnt. Ich gucke. Ja, die robuste Maske in blau. Robuste Maske. Das wäre dann nicht nötig gewesen. Oh, habe ich hier noch was Schickes? Nee. Okay, ja, damit können wir dann eigentlich so langsam Richtung Headquarter zurück, oder? Ja. So, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Hier sind wir? Sind wir in der Nähe? Nee, wir sind da unten. Hä? So, wo sind wir denn? Da sind wir. Und was macht denn hier? Wir könnten noch die Virusforschung machen. Als Video abspielen? Nee, die hier Virendaten einsammeln. Da, 0,2 Kilometer. Ich hab's als Waypoint gesetzt. Ja, komm mal. Ich glaube, das schafft man nämlich noch zeitlich. Und ich frage, wie ich hier runterkomme. Da gibt's so eine Treppe. Schade, ich kann nicht mehr runterspringen. Treppe wäre jetzt einfach gewesen. Ja, Treppe ist nur was für Noobs.
War gerade ein bisschen merkwürdig. Ich habe gehört, wie jemand sagt, jo, hast du Essen? Und dann explodiert es irgendwo. Ja, weiß ich auch nicht, wie das passiert ist. Durchs Glas habe ich ihn erschossen. So ein Killer, ey. Ja. Weil das ist eh noch eigentlich vom Level her, glaube ich, noch recht niedrig. Ja. Aber. Ja, weil das, weil wir ja ein Chasey sind. Ja. Aber wenn wir schon da sind. Ah, da geht's rein. Wenn man schon da ist, kann man das mal machen, ne? Wir wollen doch, dass die Zuschauer möglichst alle sehen. Hier auch so ein schöner Hinterhof. Ah, das sieht echt ganz nett aus hier. Kann man nicht anders sagen. Da hätte man rein können. Ah ja, egal. Oh, da vorne ist schon wieder... Oh! Der gute Level 9. Das ist auf jeden Fall nicht so einfach. Aua. Jo. Er erwischt. Da ist er weg, der 5-0. Jetzt ist er eine 0. Jetzt, der war nicht so schlecht. Nee? Nee, den kann man schon lassen, du. Kann man lassen, okay. Warte mal, da war noch ein Telefon. Ah ja. Was? Willkommen beim Kundendienst von Pricer House. Willkommen beim Kundendienst. Aufgrund der jüngsten Ereignisse sind unsere Filialen im Großraum New York bis auf weiteres geschlossen. Wir bitten... Alarm! Kontaminationsscan eingeleitet. Wir sollen die Virenscanner suchen und aktivieren. Ich habe hier noch ein Dietrich-Set, dass ich hier die Tür aufmachen kann. Da ist auf jeden Fall bestimmt was drin. Schätze ich mal wieder. Da ist eine Kiste. Mit was Blauem. Oh ja, schön. Muss ich auch gleich aufmachen. Wie gesagt, gerade die Virenscanner, die sind wichtig. Ja, ja, klar. Klar. Irgendwie gibt es hier nicht mehr. Ein Müsli-Riegel. Der Thermowickel. Oh cool, ich habe einen Schal gefunden. Ein Schal? Bin da ganz warst, holisch. Du, warst du oben im ersten Stock oder warst du? Bin jetzt ganz oben. Okay. Irgendwie. Wir haben hier noch. Das muss ja hier drin sein, oder? Sehe ich das richtig? Ja, denke mal. Denke ich zumindest. Ja, alles andere macht ja kaum Sinn, dass man hier ins Haus geführt wird. War kontaminiert, aber... Ich weiß auch nicht, wie das Ding aussehen soll. Das ist, naja, so wie dieses Ding, was ich anfangs da gemacht habe. So ein kleines Terminal im Endeffekt. Wenn du es siehst, dann kannst du es nicht übersehen. Ich habe den zweiten gefunden. Kontaminationsscan eingeleitet. Da muss hier oben ja noch irgendwo einer sein. Also man sieht, es ist immer gut, einen Rio dabei zu haben. Weiter zu sein. Würde ich ganz gerne noch den blauen Gegenstand. Ja, der ist ja ganz unten. Den kriegst du schon noch. Bist du, wo rennst denn du gerade hin, wenn ich fragen darf? Ich bin hier auf dem Dach gerade. Ja, ist da noch ein Virenscanner oder was? Na, ich gehe davon aus, weil das hier lang geführt wird. Ach so, das wird da lang geführt. Naja. Wo war denn der andere? War der auch im Haus oder war der außerhalb? Der war auch im Haus. Ja, dann werden die anderen wahrscheinlich auch im Haus eher sein, oder?
Ich check's nicht. Weiß ich eben noch nicht. Das würde ich jetzt irgendwie. Okay. Ich bleib mal hier eher Hier ist auf jeden Fall eine blaue Waffe. Warnung. Die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet. Würde ich das herausfinden. Aber ich glaube, dass der auch tatsächlich im Haus ist, aber es kann gar nicht sein. Ich wäre daran vorbeigelaufen. Ja, es gibt ja ein paar Stockwerke, kann ja schon mal vorkommen, dass man. Und wenn sie einem schon 5 Minuten Zeit geben, dann wird es vielleicht nicht ganz so easy sein. Badezimmer ist nix. Wirklich? Außen? Nö. Ah, ich hab hier was, glaube ich. Ah, ja. Nice. Sehr gut. Kontaminationsscan eingeleitet. Die werden Daten in die Cloud hochladen, das heißt, aber wir müssen jetzt irgendwo hin. Ich glaube, jetzt müssen wir hoch wahrscheinlich. Mal schnell die Kiste und. Das kontaminierte Gebiet. Die war ganz unten, ne? Die war ganz unten, ja. Ja, aber ich hätte sie nachher noch holen können, das rennt ja nicht weg. In die Häuser kannst du ja mal rein. Ich weiß nicht, vielleicht despawnt oder irgendwas? Kannst nee, nee, nee. Hätte ich bisher noch nie wahrgenommen, dass was despawnt. Kontaminationsscan abgeschlossen. Jo. Nice! Gab's da noch irgendwas? Nee, war. Nee, nee, nee. Ja, und ich habe hier den Rucksack, ich glaube, da, wo du deine blaue Waffe gefunden hast. Ja, dann würde ich sagen, wir sind schon über der Zeit. Wir moderieren heute nicht ab in der Basis, sondern machen das hier. Ich bin auf dem Dach, erst im Häuschen. Jeder hat so ein bisschen Aussicht auf irgendwas. Wir und würden ja eh nur zurücklaufen, also von richtig. Daher. Ja, würde ich sagen, schöne Folge, bisschen was dabei, viele Nebenmissionen und bald sind wir Level 10. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Ich wünsche euch was.